Grauer Wolf lauert in der See. Übrigens, die Bezeichnung Grauer Wolf, die kam von der amerikanischen Presse, die am meisten Schiss vor den Deutschen geschoben hatte. Und da wurde ein U-Boot-Kapitän, ich weiß gar nicht, ob das Prien war oder ein anderer, der wurde in der amerikanischen Presse als zum ersten Mal als grauer Wolf bezeichnet. So ganz nebenbei. Ja, die See ist sehr unruhig. Ich lauere auch nur auf dieses Trump-Schiff. Komisch, heute hat Trump-Schiff eine ganz andere Bedeutung, finde ich irgendwie. Müsst ihr da auch an diesen blonden Kasper denken, der aussieht, als wenn der Friseur sich irgendwie mit der Schere ein bisschen gerecht hat. Ja. Ja, aber wäre da Donald Trump drinne, dann hätte ich das Schiff erst recht beschossen. Oh, bewaffnet ist es auch noch, ja. Ja, eine Riese ist das nicht gerade, aber ich bin ja immer noch auf Erprobungsfahrt. Und dann nimmt man natürlich mit, was man kriegen kann. Ein sowjetisches. Ja, müssen ja nicht unbedingt immer nur englische sein, ne? Sowjetische nehmen wir auch gerne mit. Ja, Sowjetunion, damalige Sowjetunion und Amerika hatten ja auch unheimlich was gemeinsam. Nämlich unbegrenzte Ressourcen. Das Land ist so riesig, die konnten da in aller Ruhe alles machen. Ohne dass auch nur ein Bomber nach Amerika gekommen ist und hat da irgendwas gemacht. Die konnten ja walten und schalten. Das Einzige, wo mal Panik war, das war ja, wo das U-Boot da in New York aufgetaucht ist. Und die Amerikaner hatten das nicht mal nötig gehabt, ihre Städte zu verdunkeln. Na, ich meine, warum sollten sie auch? Und dann ist da tatsächlich deutsches U-Boot aufgetaucht. Da hat auch einer gefilmt, die Freiheitsstatue da im Nebel und so. Das ist auch ganz verrückt, die Geschichte. Ja. Ja, jetzt warte ich, bis der Bursch vor meine Flinte kommt. Ja. Noch ein bisschen. Sonst hätte ich das ja mit einem Überwasserangriff gemacht, aber das geht nun mal nicht. So. Einstellung vornehmen. Jawohl. Ja, ich habe die Torpedos jetzt ein bisschen weiter unterhalb eingestellt. In der Hoffnung, dass ich nicht mehr so viel verschwenden muss und dass die Druckwelle den hat's erwischt. Den Körper ein bisschen besser auseinanderhaut. Den hat's erwischt.
wahrscheinlich noch weiter drunter sein müssen. Ja, vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass ich das Erkennungshandbuch so gut wie nie benutze. Das liegt einfach daran, dass es mir viel zu umständlich hier herumzusuchen, obwohl es natürlich sinnvoll wäre. Ich glaube, ich habe noch nicht mal sowjetische Schiffe da drin, aber... Indien, Irland, Italien, Japan, Neuseeland, Norwegen, Piratenschiffe, Polen, Rotes Kreuz, Rumänien, da, Sowjetunion. Ja, was haben wir denn noch? Ich mache das jetzt mal spaßeshalber. Gucken, ob wir das finden. Ey, das war auch bestückt. Das hat ja ziemlich auffällige Klasse. Nö. Zugboot. Aber hat er sowieso hier nicht geholfen. Schmalter. Während wir suchen, können wir es mal beschießen. Vielleicht finden wir es ja noch rechtzeitig im Buch. Bis dahin ist das schon. Ist das schon versenkt, glaube ich. Erwischt. Aber das müsste es jetzt gewesen sein, ha? Ja. Er sagt ja. Na dann. Aber ich finde das hier irgendwie nicht. Moment. So, Sowjetunion. Gab es da noch einen Unterschied zwischen Schiff und Handelsschiff, ja sicher, ne? Oh, es geht schon runter, also ich bin Torpedo schneller. Aber das konnte ich irgendwie nicht direkt finden. Mit diesen merkwürdigen Aufbauten da. Ja. Ist zwar schön gemacht hier mit dem Erkennungsbuch. Ich weiß, dass es irgendwo ein Programm gab, da hat er das automatisch angezeigt. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das ist ein Mod. Ich weiß aber nicht genau, welcher Mod das war. Leider. Nö, keine Ahnung, was das war. Das ist, spielt auch keine Rolle. Auftauchen. Vorne um 10, hinten kommen auf 5. So. Beide Maschinen, große Fahrt voraus. Neuer Kurs, Herr Kalan? Ja, Danzig haben wir verlassen, obwohl das da ja ganz interessant aussah. Wir sind wieder in Lorient, oder Lorient ausgesprochen, je nachdem. Und ja, aber von Danzig immer zu starten, nur weil das da ein bisschen mal interessanter aussieht, das ist auch nicht so mein Ding. Da starten wir doch lieber wieder vom Frankreich. Jawohl, so, mal raus mit der guten Krücke. Beide Maschinen, kleine Fahrt, 50 Umdrehung. Hier sieht man nochmal die Tarnung. Sehr schön. Unser Tarnkappen-U-Boot geht auf Fahrt. Ja, wie
viel die Tarnung wert ist, das werden wir ja noch erleben. Das werden wir ja noch sehen. Wenn sie mich trotzdem krallen oder irgendwo auf der Unterseite eine Gummimatte abgeht, dann werden wir sehen, was Made in Germany bedeutet, ne? Jawohl, Herr Kalan. Neuer Kurs, Herr Kalan? 193. Jawohl, Herr Kalan. Weiter Maschinen. Langsam. Meine Maschinen machen langsame Fahrt. Und wieder hinaus auf den Atlantik. Ja, wir haben interessante Meldungen bekommen und einen Sonderauftrag. Diesmal darf ich nicht einfach so drauf losschlagen. Nein, es gibt Order. So. Kommandantenspruch, U-Boot Atlantik. Sie sind als Ersatz für ein ausgefallenes U-Boot für Unternehmen Paukenschlag vorgesehen. Sobald Sie sich beim Versorger Odin neu ausgerüstet haben, bei sparsamer Fahrt und so weiter, bis 14. Januar nach BB 58 begeben und bis auf Weiteres unauffällig bleiben. Jegliche Angriffe sind unbedingt zu unterlassen. Lassen Sie sich bis zum Angriffsbefehl nicht sichten. Funkstille waren. Weitere Befehle folgen. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Endlich mal ein anderer Auftrag als immer nur irgendwo zu patrouillieren. Das Unternehmen Paukenschlag. Bla bla bla. Sie sind mit 6 weiteren Boote für einen Überraschungsangriff auf den ungesicherten Küstenverkehr vor der Ostküste Amerikas eingeteilt. Keine selbstständigen Angriffe bis zum Termin und so weiter. Zeitüberschuss nutzen, um Regionen aufzuklären, nicht entdecken lassen. Was war hier noch gekommen? Basis in Bergen ist einsatzbereit. Alle Versorgungsmöglichkeiten und Werften vorhanden. Das ist in Norwegen. Kurz dahin scrollen. Bergen. Bergen war hier. Das war Norwegen, ja. Ja. Sehr in den Fjorden eingekesselt. Ja. Vielleicht wähle ich die Basis vielleicht irgendwann mal aus, um sich das mal so anzuschauen. Vorausgesetzt, der Nordatlantik ist so hauptsächlich mein Zielgebiet. Dann könnte das hier oben ganz interessant sein. Ne, weil hier kommt man auch ganz gut rüber nach Amerika. Ja, Unternehmen Paukenschlag. Deutschland erklärt Amerika den Krieg. Vorausgegangen ist, dass Hitler den japanischen Kaiserreich versprochen hat, wenn Japan in den Krieg gegen die Vereinigten Staaten antritt, dass Deutschland auch den Krieg erklären wird. Ja, die Japaner haben es gemacht. 1941 mit dem Angriff auf Pearl Harbor. Und nun hat Deutschland auch sein Versprechen gehalten. Natürlich hat Hitler sich wieder sein eigenes Süppchen gekocht, das war schon klar, aber er hat sich denn dran gehalten und ebenfalls den Krieg erklärt. Und mit Unternehmen Paukenschlag hat praktisch alles begonnen. Historisch sind wir bei den Meldungen ziemlich richtig. Es waren tatsächlich nur 6 U-Boote, die die erste Unternehmung gestartet haben. Und tatsächlich ist ein U-Boot ausgefallen und musste durch ein anderes ersetzt werden. In dem Falle sind wir das hier. Und das ist historisch soweit korrekt. Und ja, was dabei rausgekommen ist, das verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Ja, Orangen haben wir immer noch dabei. Unser Auftrag ist jetzt erstmal Odin ansteuern und Odin ist aus den Fjorden herausgekommen. Ihr wisst ja noch, wie
wir Udin hier besucht haben. Der ist jetzt hier vorverlegt worden praktisch. Udin werden wir ansteuern. Ich weiß nicht, wie spielrelevant das jetzt ist, ob ich jetzt Udin ansteuern muss oder nicht. Ich mache das mal, weil dann ist die Mannschaft auch ausgeruhter. Und ich muss eben unauffällig bleiben. Das heißt, ich hatte natürlich beim Start nach dem Patrouillengebiet hatte ich natürlich schon diese Pläne gehabt. Aber gut, das lasse ich sein. Ich halte mich an den Auftrag, an die Order. Nach Udin und dann später nach BB. Also 48, glaube ich, war das, ne? Oder 58. Muss ich eben kurz nachgucken. BB 58, genau. Also hier, vom amerikanischen Sydney, könnte man fast sagen. Also in diesem Planquadrat hier. Ja. Amerika, das Land der unbegrenzten Ressourcen. Und man sieht auch schon, es ist nicht mehr neutral. Tatsache ist auch, dass die US Navy alliierte Schiffe begleitet haben mit ihren Kriegsschiffen, obwohl sie noch nicht im Krieg mit Deutschland waren. Das ging schon einige Monate so, aber die deutschen U-Boote hatten die Befehle gehabt, amerikanische Schiffe nicht anzugreifen. Hitler dachte ja auch, die Sowjetunion, ne, das ist denn... Weihnachten ist alles vorbei, ne? Ja, dachte er. Ne? Und dann könnte man sich wieder dem Westen zuwenden. Ne? So war seine Überlegung gewesen. Gut. Wir gehen erstmal auf Udin und dann zum Zielgebiet. Und dann wollen wir mal schauen, was auf uns zukommt. Ja, Udin hat sich getarnt als... Eisfelsen. Als Eisberg. Nein. Aber ein bisschen polarisch sieht das hier schon aus. Udin ist natürlich da. Ungetarnt. Und ich bin hier gestern Abend rangefahren und habe mich gewundert. Hä? Das war dunkel gewesen. Und ich habe mich gewundert. Ich denke, warum sind die Felsen da überhaupt nicht eingezeichnet? Und da habe ich erst gesehen, dass es Eisberge sind. Auch nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir unsere Ausgangsposition erreicht und nun fahren wir ins Zielgebiet. Jawohl, Herr Kallan. Beide Maschinen, kleine Fahrt, 50 Umdrehungen. So eine Schweinebande. Ja, und hier gab es doch nochmal ein spielerisches Missverständnis. Legt man nämlich an der Udin an und legt wieder ab. Dann ist es plötzlich 30. Januar. Ja, und Unternehmen Paukenschlag war am 14. Januar. Das heißt, man verpennt das auf der Udin. Obwohl da der Hinweis war, dass man da vorher noch wieder auftanken soll. Ja, Pustekuchen. Ich musste natürlich wieder eine Speicherung zurückgehen. Damit ich den Termin Paukenschlag auch halten kann. Soweit dazu. Naja, die Spielmechanik klappt manchmal nicht immer so ganz, wie sie soll. Also solltet ihr das Spielen Unternehmen Paukenschlag nicht an der Udin anlegen. Es sei denn, ihr wart so schlau wie ich
und habe vorher eine Speicherung abgelegt. Also insofern ist es für mich kein Problem. Noch 4 Tage patrouillieren wir hier herum. Ich bin schon in den Planquadrat, wo ich soll. Ja, eine Menge Schiffsverkehr und ich halte mich natürlich an die Befehle. Keine Funkmeldung gebe ich ab und kein Feindkontakt. Sobald ein Schiff auftaucht, gehe ich hier auf Tauchstation. Na, bin ich mal gespannt, wie das läuft. Unternehmen Paukenschlag ist angelaufen. Ja, mein Auftrag lautet wie folgt. Das sieht gerade so schnittig aus, das U-Boot. Das muss man sich ja angucken. So. Paukenschlag. Ihr Einsatzgebiet ist das Küstenvorfeld BB65 bis CA54. Sobald Unternehmen stattfindet, selbstständig in zugewiesenen Operationsgebiet operieren. Ja. Sobald verschossen, Meldung über Funk. Treibstoffverbrauch niedrig sein. Gut, das entfällt ja. Rückmarsch möglich. Angriffsbefehl abwarten. Selbstständig operieren. Das bedeutet also für mich hier oben, Argentina, wo wir ja schon mal reingeschnuppert haben. Ihr erinnert euch sicherlich noch an das Feuerschiff bis hier runter. 54 war das, glaube ich, ne? Genau. Das ist mein Operationsgebiet. Aber ob meine Torpedos so lange aushalten, das ist natürlich die andere Frage, ne? Aber wir wollen mal gucken, dass wir jetzt so viel wie möglich mitnehmen. Unternehmen Paukenschlag in voller Aktion. Das erste Opfer, eine Fischfabrik. Aber die bringt eine ganze Menge Bruttoregister. Das ist ein ganz schöner Apparat, ist das. Jawohl. Wir wollen nicht zaudern und nicht verzagen. So, abwärts mit den amerikanischen Bengel. Good boy. Jawohl, meine Herren. So haben wir es gern. Siehst du wohl, das machen wir doch mit Deckgeschütz. Prima. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Sehr gut. Neuer Kurs, Herr Kalein? Sehr gut gemacht. Jawohl, Herr Kalein. Erste Seewache sieht klar. So sieht das schneidig aus. Alle Kriegskutter kampfbereit. Sehr gut. Sehr gut. Ich hab's auch nicht mehr weit bis zum War Melody Frachter. Das schaffen wir schon. Thank you.
Unternehmen Paukenschlag. So ist fein. Hier, der Fischkutter ist vor Schreck auch gleich mit in die Luft gegangen. Den habe ich gar nicht beschossen. Der hat wahrscheinlich Trümmerteile abgekriegt. Ja. Ist das satt. Und hier ist noch mehr Beute. Ich werde irre. Ich werde irre. Genau, falsch die Biester. Warum hat er nicht getroffen? Wo ist der überhaupt detoniert? Hier ist mal wieder der Teufel los, wo Kaloin Rammsteine auftauchen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was schießt denn da so verdächtig auf uns? Nachladen, wenn wir schon oben sind, ne? Wir wollen doch hier nichts verkommen lassen. Torpedos sind nachgeladen. Nicht genug Besatzung an den Dieseln, Herr Kaloin. Warum denn nicht? Oh. Faules Pack. Ran hier ans Werk. So. Mannschaft sieht gut aus. Rumpfzustand ist auch gut. Na, das war ein Flugzeug gewesen. Ah, das machen wir auch gleich mal, ja. Ja, so habe ich mir Unternehmen Paukenschlag auch vorgestellt.